Dann haben wir noch eine Vorspeise und zwar mit der Mustard Crispy Color mit einem Meerrettich-Senfshut. Mit einem Meerrettich-Senf-Split-Dressing und eingelegten Kohlrabi, dazu gedämpfter Zander mit Pulver aus der Olympiakresse. Auch hier ist der Fokus eher so ein bisschen auf die regionalen Zutaten, wobei der Zander Ikejime ist, halt, das heißt die japanische Methode, den Zander zuzubereiten.